Ja, hallo zurück bei Minecraft. Ja, wir haben ja hier irgendwo eine Spinne gehört. Wollen wir mal gucken, ob wir auf die treffen in dieser neuen Folge hier. Aber ich denke mal, die wird hier gleich in der Nähe irgendwo sein. Da ist sie. Und Creeper sind auch am Start. Jetzt frage ich mich, die Creeper könnten mich theoretisch, glaube ich, erwischen, ne? Gut, du bist irgendwas anderes. Du bist. Wow. Gut, der war nicht so clever. Der ist einfach weitergelaufen. Aber das bedeutet, wir sind von denen geschützt. Und können uns hier ein wenig umschauen. Nicht, dass der jetzt da hinten irgendwo rauskommt oder so. Und der eigentlich in Wirklichkeit doch voll clever ist. Aber das sieht mir nach einer Sackgasse aus. War nicht so ganz. Hier ist noch ein bisschen Kohle in einem Loch. Aber die können wir natürlich gerne mitnehmen. Wie viel haben wir denn inzwischen? Na, fast zwei Stacks. 28 Eisen. Das schreit ja förmlich bald wieder nach der ersten Rüstung, so wie das hier aussieht. So, ich nehme jetzt nicht alles mit, nur so ein bisschen. Wie viel Stein haben wir? Ach, da haben wir auch schon ein Stack von. Ich glaube, ich habe mich jetzt auch schon ein bisschen verlaufen in der Höhle. Was da hinten? Wasser? Ja, da knurrt ein Zombie. Ja, ein Tintenfisch ist auch da. Schön, schön, schön. Hier haben wir noch ein bisschen Kohle und dann ist hier auch Schicht. Okay. Bedeutet, die können wir natürlich gleich wieder mitnehmen. Haben wir wieder ganz schön viel Kohle in der Tasche. Hahaha, welch ein Wortwitz. Ja, ich habe das in der letzten Folge schon so ein bisschen angedeutet, da es wieder zu späterer Stunde hier stattfindet. Ein bisschen wortkarger. Aber ich hoffe, das kriegen wir noch in den Griff. Irgendwo steht gerade ein Skelett. Ich tippe mal über uns. Weil es klingt fast so, als wenn es brennen würde. Und dann würde ich mal tippen, dass es draußen gerade Tag geworden ist. Aber es hat ganz schön lange gekämpft. So, und kohletechnisch sieht das bei uns auch wieder sehr gut aus. Jetzt haben wir schon zwei Stacks. Kommen wir hier nach oben? Kann gut sein, weiß ich nicht. Ich würde nämlich gerne noch ein bisschen Eisen sammeln. Hier hinten haben wir ja alles abgegrast, war ja nur Kohle. Hallo, lustiger Tintenfisch. Ja, ich denke mal, das hier wird aus irgendeinem See kommen oder irgendwas hier vorne. Ein bisschen Eisen hatten wir auf jeden Fall noch gesehen. Ich meine hier auch irgendwo in diesem Gang, oder? Deswegen bin ich doch hierher gekommen. Tja, ich weiß es nicht mehr. Hier können wir mal ein bisschen heller machen, bevor hier was spawnt. Wo bin ich denn hergekommen? Ich kam doch irgendwie von einer höheren Position oder bin ich hier unten irgendwo lang? Hier ist beim letzten Mal, glaube ich, auch schon geruckt. War hier hinten nicht die Spinne und Co.? Ne, hier war der Kohleraum. Oh Gott, jetzt habe ich mich schon in diesem kleinen Stück verirrt. Hier ist auch noch Kohle. Ja, ich glaube, von hier kam ich. Ah, hier ist noch ein bisschen Eisen. Kommt da noch mehr? Ich kann es nicht sehen. Nee, ich glaube nicht. Aber so ein bisschen was haben wir ja schon mal. Ich glaube, da unten waren die Creeper. Dann gehen wir hier weiter. Ins, wie mir scheint, das Unerforschte. Oder sind wir da einfach. Ah, okay. Sind wir wohl einfach nur so lang gegangen. Hier geht es ein bisschen tiefer. Aber hier ist einfach nichts. Hätten wir uns auch sparen können, also. Hopp, 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 hopp. Steve heißt der Charakter, glaube ich, ne? Also, Stevie, lauf galopp. Hopp. Nein. Da oben rein. Und die nehmen wir wieder mit. Ja, dann war hier irgendwo, war der Anfang der Höhle. Glaube ich. Oder da oben viel eher. Da ging es nämlich, glaube ich, auch noch irgendwo lang. Ich habe am Anfang einfach nur Fackeln gesetzt.
ohne zu gucken, wo was ist. Auf jeden Fall ist hier Kohle und noch ein bisschen Eisen. Das wollen wir uns auch nicht entgehen lassen. Bisschen Stein, noch mehr Kohle. Also Kohle haben wir wieder echt genug. Das war früher, glaube ich, viel Mangelware in dem Spiel, ne? Irgendwann haben sie mal gesagt, ach komm, Kohle können wir hier überall reinschmeißen. Und ja, also mich soll es nicht stören. Ich finde es gut, wenn wir Kohle haben, braucht man nicht so viele Bäume fällen. Um halt, wie gesagt, Holzkohle zu erschaffen. Jetzt haben wir aber auch echt viel Kohle. Wiederhole mich einfach immer wieder, dann fällt das nicht so auf, dass ich gerade ein bisschen wortkarg bin. Über die Hühner, ja, Ställe, weiß ich nicht, bräuchte eigentlich auch. Aber vielleicht diesmal innen drinne und vielleicht mal so ein paar Heuballen drumherum machen. Wäre vielleicht auch gar nicht mal verkehrt, sieht vielleicht auch gut aus. Oder gut, man muss es ja nicht unbedingt drinne bauen, aber man könnte halt auch draußen halt. Wie gesagt, mit den Heuballen und sowas, das Ganze ein bisschen aufhübschen, anstatt da einfach nur einen blöden Zaun zu ziehen. Ah, da kann man schon schöne Sachen machen. So, dann haben wir gleich nämlich schön erstmal ein paar Werkzeuge und alles. Ist wichtig, ne? Regel Nummer 1 in Minecraft, nie nach oben oder nach unten buddeln. Gut, es kommt natürlich ab und zu mal vor, aber immer schön vorsichtig sein. Ja, hier haben wir noch einen kleinen Zweig, da gucken wir auch gleich nochmal rein. Ich wollte jetzt auch nicht allzu lange in der Höhle bleiben, sonst wird das nämlich zu langweilig. Irgendein komischer Sound wird hier gerade abgespielt. Es rauscht. Gut, da muss ich jetzt gar nicht unbedingt runter, ich bin nämlich fast oben, wie mir scheint. Also viel fehlt nicht mehr. Ah, hier geht's doch raus schon. Es regnet, glaube ich, oder? Ja, es regnet. Gut, da wir jetzt auf der Map noch keinen Regen hatten, aber es ist einfach schön zu wissen, dass hier so viel Höhle ist. Bin ich da auf die einfach runtergesprungen? So mit meiner Knöcheltaktik, oder was? Dann wollen wir hier mal hochgehen. Ich hoffe, der Regen ist jetzt nicht allzu laut. Ja, wo wir hin müssen, wissen wir ja. Da drüben, ach. Cool. Das war ja nun echt nah zu Hause. Dann laufen wir da gerade mal rüber. Ich glaube, ich brauche gar nicht so laut reden, ne? Ich habe keine Ahnung, ob Tag oder Nacht ist. Auf jeden Fall regnet es. Bin ich mal ein bisschen sauber geworden. Dann wollen wir doch gleich mal ein bisschen Eisen schmelzen. Und, so wie ich das sehe, wollen wir dann auch noch einen Ofen bauen. Genau, den stellen wir, glaube ich, einfach mal hier hin. Und dann können wir da auch noch mal, Moment, wir machen das so, den noch mal reinwerfen. Das werden wir nämlich noch benötigen. Ansonsten, ja, das kommt hier oben zu den Kunstkrams irgendwie mit rein. Hier vielleicht. Gut, zwei Knochen haben wir jetzt auch. Dann brauche ich hier unten raus ein wenig Holz. Das könnte schon reichen. Die Bruchsteine brauche ich nicht. Den Kies brauche ich auch nicht. Der kann ich auch noch mit irgendwo rein. Achso, kann man nicht schlafen? Nein, ich kann nur nachts schlafen. Genau, dann wollte ich hier an den Tisch schon mal Sticks vorbereiten. Das Eisen schon mal rausnehmen. Gucken, ob er schon was fertig hat. Naja, sechs haben wir schon mal. Schmiedekunst. Das ist ein... Achso, na gut, dann... Also die hier ist sowieso Pflicht, ne? Stein, Steinschaufel. Dann machen wir uns nochmal eine Eisenaxt. Achso, wir haben nur noch einen. Huch. Die nehme ich auch nochmal gerade an mich. So. Ein Eisenschwert. Ach, das sieht doch gleich viel imposanter aus. Imposanter. Ja, und vielleicht dann nochmal eine hiervon. Ja,
ganze Inventar sitzt zwar voll mit Werkzeug. Gut, und den Spaß lasse ich einfach mal. Jetzt sieht es aber nach Nacht aus, oder? Nein, wir können nur nachts schlafen. Gut, genau. Ich wollte nochmal zu den Feldern. Wo waren die denn jetzt? Hier um die Ecke oder wie? Hier runter, glaube ich, ne? Ja, quasi hinterm Haus. Hopp. Jetzt, wo es regnet, können wir nochmal schnell die Felder abernten. Finde ich, sehen gar nicht mal so gut aus hier auf dem Texturenpaket. Ich weiß auch gar nicht mehr, welches ich jetzt vorher hatte. Bin ein bisschen verwirrt. Bei mir wurde gesagt, das andere sah wohl schöner aus. Ja, das ist auch was. Warum auch nicht, ne? Aber du brauchst mir jetzt folgen, würdest du. Das kannst du dir mal echt schenken. Ja, sollte wir jetzt gleich in die Luft fliegen oder so, dann liegt das daran, dass es doch Nacht geworden ist. Oh, jetzt habe ich, glaube ich, irgendwas Falsches abgeerntet. Das Huhn gibt vor Freude ein Ei. Ach, jetzt haben wir, glaube ich, erstmal wieder ein bisschen was an Essen. Ja, wir schwimmen. Hey, 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 hey. Juhu. Juhu. Party. Ja, haben wir mal kurz Party mit dem Huhn gemacht, dass er so fröhlich schwimmt. Ach. Ja, ab und zu habe ich mal so einen kleinen Ruckler drin. Da haben wir ein paar Körner. Hey. Und Feldsalatschnee. Wunderbar. Okay, dann haben wir das abgeerntet. Dann können wir jetzt nach Hause laufen. Hey, da ist ja noch ein Huhn. Könnt ihr beide Liebe machen? Im Wasser? Los. Hühnerliebe. Ich würde jetzt gerne ein romantisches Lied spielen. Warte, guck mal, die haben Liebe gemacht. Schön. Und das haben wir auch nochmal abgerissen. Aber jetzt sieht es wieder langsam nachtig aus, oder? Wir gucken nochmal, wir versuchen nochmal unser Glück, ob wir jetzt endlich ins Bett dürfen. Sonst können wir uns dann erstmal wieder ein paar Brote machen und dann geht das hier auch mit dem Haus weiter. Die Sonne geht gerade auf, unter. Auf geht sie, glaube ich. Ich glaube, es war Nacht, ne? Ne, kann ich schlafen. Ja, ihr seht, ich habe schon mal versucht zu schlafen vor der Aufnahme. So, ach ja, Mensch, gucke mal hier, zack. Gibt es hier auch nochmal Hühnerliebe. Der Regen ist auch vorbei. Ja, herrlich. Die Weizenkörner hatten wir, glaube ich, hier drüben. Oh, da haben wir aber ganz schön was gesammelt. Hier, wie jeden Morgen erstmal schön ein Ei hier reinschmeißen. Oh, noch ein Ei hier reinschmeißen. Du wirst schon irgendwann noch einen Freund finden. Ist zwar dann so eine kleine Inzucht, aber was will man machen? Kannst ja nicht mal allen recht machen, ne? Craften, aber hier an dem Tisch. Dann nehmen wir uns eben noch mal ein paar Brote. Ich mache das erstmal so, weil ich würde gerne noch so einen Heuballen kreieren. War das so? Ja, cool. Hier haben wir noch mal so einen Strohballen. Machen wir vielleicht gleich noch einen. Und aus dem Rest machen wir dann noch mal Brote. So. Bisschen was zu essen. Zwei Strohballen, die brauchen wir jetzt momentan noch nicht. Die wollte ich nur mal machen. Dann haben wir sie wenigstens. Hier das Eisen raus. Hier die Steine raus. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss.